Wollt ihr in einem Haus aus Müll wohnen? Oder sogar in manchen Fällen Sondermüll? Und dieses Müllhaus womöglich noch euren Kindern vererben? Ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Häuser nicht aus Müll bauen müssen, sondern mit rein natürlichen Materialien bauen können. Und diese Überzeugung hat mich dazu gebracht, dass ich vor 5 Jahren meinen Onkel dazu überredet habe, sein Schwarzwaldhaus, eine Wohnung davon, innen mit Lehm zu verputzen. Ich habe als nächstes meinen Vater überredet, der mir dann geholfen hat. Und es kam dieser Samstagmorgen, an dem wir begonnen haben, den Lehm mit Wasser zu mischen und an die alte Wand zu spritzen. Am Mittag hatten wir 2 Wände fertig, sind zum Mittagessen gegangen. Meine Mama hat Schweinebraten mit Knödel gekocht, das hat vorzüglich geschmeckt. Wir saßen direkt unter der Baustelle. Da kam dieser Ton. Es hat sich so angehört, wie wenn eine Kuh so richtig auf die Straße. Der Knödel ist mir fast im Hals stecken geblieben. Bin auf die Baustelle gekommen und meine schlimmsten Erwartungen haben sich bewahrheitet. Der komplette Lehm lag am Boden. Und genauso die Stimmung. Mein Vater hat geflucht, hat gesagt, Michael, ich hab's doch gleich gesagt, Lehm, der muss den Acker holen und Bond. Lehm gehört auf den Acker und nicht an die Wand. Und jetzt müssen wir die ganze Schießbrett nochmal machen und Lehm müssen wir auch kaufen. Wir müssen doch mal alles von vorne beginnen und Lehm müssen wir kaufen. Er hatte recht. Mit einer Sache. Wir mussten es nochmal machen. Was wir nicht machen mussten, war den Lehm kaufen. Denn Lehm ist im Gegensatz zu Kalk, Gips oder Zement, den man sonst benutzt als Putz, wiederverwendbar. Kalk, Lehm oder Gips hätten wir wegschmeißen müssen und neuen kaufen. Lehm haben wir vom Boden aufgekratzt, mit Wasser vermengt, das Problem an der Wand gelöst, indem wir sie benetzt haben und den Lehm erneut auf die Wand gespritzt. Dieser Lehm hängt noch heute. Und wir verputzen mittlerweile jede Wand, die irgendwie geht mit Lehm. Denn Lehm hat hervorragende Eigenschaften. Lehm nimmt Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und gibt ihn wieder ab. Genauso ist Lehm in der Lage, Wärme zu speichern und gegebenenfalls wieder abzugeben. Und, geht es dann noch weiter, Lehm hat die Fähigkeit, Schadstoffe aus der Luft zu binden. Und genau diese Fähigkeiten oder diese Eigenschaften machen den Lehm für mich so faszinierend. Und diese Eigenschaften wurden mir am Donnerstagabend bestätigt durch eine Mieterin in genau so einer Wohnung, rein aus Lehm und Holz. Sie hat gesagt, ich habe sie gefragt, wie sie sich fühlen in der Wohnung. Dann sagte sie, Michael, ich bin so dankbar, dass ich in dieser Wohnung wohnen darf, denn es geht mir einfach blendend. Meine Lippen sind nicht mehr rau. Den Arzttermin wegen meiner Herzrhythmusstörungen habe ich abgesagt und ich schlafe wie ein Baby. Wenn auch Sie in einem so einem Haus wohnen wollt, könnt ihr euch gerne auf unserer Webseite www.heimatbauen.de über solche Materialien informieren oder mich direkt ansprechen. Ich bin Michael Welle, Experte für einfach natürliches Bauen.